Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Good to Know in Zelda Tears of the Kingdom Guide von mir. In dieser Episode will ich euch zeigen, wo ihr den Rudania-Helm finden könnt. Und zwar sind wir hier oben rechts im Todesberggebiet, da wo diese Echse vom See her ist. Und kleiner Funfact, falls ihr halbtot ankommt wie ich, hier drinnen könnt ihr eure Herzen heilen, weil das eine heiße Quelle ist, die uns heilen kann. Wir laufen einfach in Blickrichtung der Echse zu diesem Berg. Ihr könnt ihn auch leicht finden, beziehungsweise diese Höhle leicht finden, weil auf der Karte schauen sich zwei Echsenseen an quasi. Und wenn wir reingehen, sehen wir eigentlich da hinten schon den Durchgang, wo dann gleich der Rudania-Helm zu finden ist. Wenn ihr das hier oben aufsprengt, könnt ihr dann da noch ein Majoi drin finden. Das ist bei diesem Titanenhelm echt einfach gehalten. Die anderen Höhlen waren da bisher, ich sag mal, größer und komplizierter. Und dann haben wir hier die Truhe für den Rudania-Helm. Der macht Brandschutz, ist einer der vier Titanenhelme. Ich finde auf jeden Fall einer der nicht so schön. Aber der Effekt ist viel wichtiger. Man kann sich nämlich den teuren Brandschutzhelm in Goronia dadurch sparen. Und ja, ich hoffe wie immer, dass euch der Guide geholfen hat, den Helm schön und schnell zu finden. Würde mich freuen, wenn ihr mir immer ein paar Däumchen da lasst und mich abonniert, falls noch nicht geschehen. Schaut auch gerne in die anderen Good to Know Guides rein. Da gibt es viele nützliche Tipps und Tricks von mir. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Helm. Danke ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem der anderen Videos wieder. Macht's gut!